Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich, Spizyro, darf euch herzlich zum neuen Video begrüßen. Heute machen wir Osem! Und seid mir nicht böse, denn die Belichtung ist heute nicht ganz so geil, denn ich habe einfach keine Studioleuchten aufgedreht. Das liegt vor allem daran, dass es zeitaktuell ist. Wir haben 20:10 Uhr und ich möchte noch ein Video raushauen heute. Das heißt für mich, ich muss heute noch hasseln, hasseln, hasseln. Hasseln, hasseln, hasseln heißt auch. Wir schauen mal rein. Dritter Spieltag. Wie sieht es denn aus? Wir spielen gegen Admira Wacker. Und das wird ein spannendes Spiel. Wie schaut es denn aus? Oh je. 1 zu 0 durch Dacker. Vorlage Felipe Anderson in der 19. Minute. Das könnte so weitergehen. Ich predikte 2 zu 0. Wir schaffen ein 2-0. Da haben wir auch schon das 2-0 direkt nach dem Anstoß. Und das 3-0, eine Minute hinterher. Doppelpack Berisha. Und 4-0. Berisha, großartiges Tor. Junuzovic hat ein 5-0 nach. Jetzt können wir eigentlich auch mal. Okay, Meier. 61, 62, 63. Ah, okay, das ist gegen uns. Ja, okay. Christensen raus. Der braucht ein bisschen Pause. 5-1, 6-1. Wieder Berisha. 83. Minute. Berisha mittlerweile mit 100. Tor. Und Wöber haut auch noch eins raus. Ich sage euch, Ekpal Junuzovic. 7-1. Was könntest du mir denn für Tipps geben? Top. Die Fans lieben das. 3 Punkte für viel Ballbesitz. Ich würde einen guten Mittelfeldspieler oder Stürmer die Freistöße schießen lassen. Mit Junuzovic hat das nicht funktioniert. Das merken wir uns mal. Das ist ein guter Tipp. Und kann man so machen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Wir haben 27 Millionen. Das ist ziemlich viel Geld. Gehen wir mal zu den Trainern. Und sagen hier, zack, zack, bam. Und dann gönnen wir uns mal hier ein bisschen Trainy-Bainy. Keita ist richtig stark, aber Berisha trifft einfach zu gut. Aber wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen. Wie schaut es um die Fitness unserer Spieler aus? Ja, ganz wichtig immer. Aber die sind eigentlich alle ganz fit, bis auf Junuzovic und Peters. Und Valci auch und Philipp Anderson auch. Können wir hier irgendwie mal einen Wechsel für ein Match machen? Gegen wen spielen wir als nächstes? Ist es irgendwie ein bedeutendes Spiel? Wir haben das nächste Spiel in einem Tag und einer Stunde, weil. Kann es sein, dass. Spielplan, dass irgendwie Pokal ist und wir aussetzen? Ja, dachte ich mir. Da setzen wir aus. Das ist sehr gut, weil das heißt, es regeneriert sich alles. Wenn sich alles regeneriert, dann ist es gut. Wie schauen wir denn hier jetzt aus? Ich bin eigentlich zufrieden, wir können dich hier noch verkaufen. Und jetzt heißt es punktuell verstärken. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe oder ob ich das im Hintergrund gemacht habe. Ich habe Leno gekauft. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann tada, ich habe Leno gekauft. Und Denayer habe ich auch gekauft tatsächlich. Das sind zwei Spieler, die ich gekauft habe, sonst niemanden. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt auch mal auf die Transferliste. Suki, was ist denn los? Meine Katze, die miaut ein bisschen. Aber egal. So. Wir könnten noch einen Stürmer vertragen, theoretisch. Oder noch irgendwie so noch einen stärkeren Mittelfeldspieler. Aber ansonsten ist alles ganz cool. So. Dann gehen wir mal in die Transferliste. Schauen wir da mal rein. So. Ja, Di Maria wäre natürlich ziemlich cool aufzustellen. Wir hätten auch genug Geld dafür. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, der. Ich wäre der Einzige, der mich reizt, wenn ich hier die ganzen Spieler anschaue. So. ZOM haben wir nicht. ZM haben wir eigentlich Junuzovic gleich bleiben. Das heißt, da gibt es eigentlich auch jetzt nichts Interessantes. Oh, das wäre ein cooler Rechtsverteidiger, Wan-Bissaka. Für 10 Millionen auch echt nicht viel Geld. Also, das wäre echt eine Überlegung wert. Und ich würde sogar sagen, das machen wir. Gehen sich die Maria und er aus? 29? Ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber wenn ich die Maria kaufe. Aber die Maria ist Rechtsstürmer. Wir spielen mit so einem normalen Stürmer. Das bringt sich eh nichts. Aber Wan-Bissaka passt perfekt in unsere Mannschaft. Den holen wir uns jetzt. Das ist eine gute Entscheidung. Da kann ich mir selber mal auf die Schulter klopfen. Denn das ist ein guter Transfer. So, jetzt haben wir Christensen mit 23 und Valci mit 25. Hast du schon mal irgendwie, du hast einen Assist, du hast noch gar nichts, aber ich würde einfach sagen, er bringt mehr Geld, würde ich ihn fast verkaufen. Wo haben wir ihn?
Ah nein, bringt gar nicht mehr Geld, bringt weniger Geld. Warum habe ich ihn spielen lassen und nicht Christensen? Interessante Entscheidung von mir. Naja, weg mit dir. Generell können wir jetzt mal ganz kurz in unsere Statistik reinschauen. Denn wir haben Berisha, der 8 Tore hat. 8 Tore in 3 Spielen. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Dacke hat auch schon 3 Tore in 3 Spielen und 3 Assists. Das ist auch extrem gut. Ein Assist, also 9 Score in 3 Spielen, das sind 3 pro Spiel. Dann haben wir noch mit Toren, Junusic hat auch schon zweimal getroffen und ein Assist. Und Wöber hat jetzt sein erstes Tor gemacht, das ist ziemlich gut. So. So viel mal dazu. Jetzt müssen wir bei den Spezialisten den anderen Freistoßschützen irgendwie auserkoren. Hieß es, die Freistöße mit Junusic haben ja nicht so gut funktioniert. Können wir Dacke oder Berisha eigentlich aussuchen? Oder Philippe Andersson? Philippe Andersson war eigentlich auch eine coole Wahl. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das machen wir so. So, ein Angebot erhalten. Mantel. Wolfsberger AC. Jetzt ist das Ding, wir haben ja keinen anderen guten Ersatztorhüter. Gibt es zufällig einen, der jung ist? Oh, Lafont. Das wäre natürlich ein starker Transfer. 5,6 Millionen. Ja, mach mal. Und dann gehen wir in die Verhandlungen rein und hauen ihn hier einfach mal weg, ab zum WRC. Das ist ein guter Transfer. Kann man so auf jeden Fall machen. Und kann mittelfristig dann Leno einfach weg damit. Sehr schön. Das ist doch schon mal eine Aufstellung, die sich wirklich sehen lassen kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, ja, ich bin überdurchschnittlich zufrieden. Heute könnten wir dann auch einmal aufstellen, statt Dacke oder so, um zu schauen, wie der trifft. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden aktuell. Was haben wir hier noch? Stadiontraining können wir weiter ausbauen. Danke, und das machen wir da fertig. So, ja, so viel dazu. Das war's dann im Großen und Ganzen von heute. Wir sind Tabellenerster mit 3 Spielen, 3 Siegen, 14 zu 1 Torverhältnis. Die Austria mit 6 zu 0 ist auf dem schönen zweiten Platz und St. Pölten ist auch auf einem soliden dritten Platz. LASK Linz ist auf dem vierten und so geht es immer weiter bergab. Aber bis jetzt sind wir ganz gut. Und wir haben ja auch nur ein großes Ziel, das ist der Pokal. Der muss sitzen. Alles andere ist mir völlig egal. Also ja, ich würde schon gerne Meister werden, aber das Wichtigste ist tatsächlich der Pokalsieg. Dann haben wir den hier in dieser Mannschaft abgeschlossen, das ist das Wichtigste. Dann würde ich sagen, sag einfach mal im Großen und Ganzen danke fürs Aufdrehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Episode von Online Soccer Manager und wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer es sein mag. Ihr dürft euch überraschen lassen. Tschüss. Abonnieren!